Hier und da kann es in einem Videospiel erforderlich sein, dass man an Informationen gelangt und diese wollen nicht immer freiwillig herausgerückt werden. Und deshalb präsentieren wir euch heute die Top 7 der krassesten Verhörszenen aus Videogames. Für jeden Tag eine. So. Und du, Spast, erzählst mir jetzt, wo Frodo schon wieder ist. Komm her, du Sau! Nein, bitte nicht! Nein! Ach Gott, geh weg! In GTA San Andreas kommt es zum wohl irrwitzigsten Verhör in unserem Ranking. Um hier an Informationen zu kommen, fesselt man sein Befragungsgegenüber kurzerhand mit etwas Panzertape an die Frontscheibe seines Autos und brettert danach halsbrecherisch durch die Straßen der Stadt. Und währenddessen stellt man ihm dann noch seine Fragen. Rückt der arme Tölpel die Antworten nicht sofort heraus, bringt man ihn eben mit einer scharfen Kurve oder einem kleinen Autostunt zum Quieken oder verpasst ihm die ein oder andere Schelle mit den Scheibenwischern. Makaber, aber saukomisch. Eine Liste über Verhöre? Na, dann machen wir es uns doch ganz einfach und packen L.A. Noir mit rein. Ein Spiel über Verhöre. Und die sogar ganz legal und gesetzestreu mit Hilfe guter, solider Polizeiarbeit. Beweise sammeln, auf die Körpersprache und Mimik der Verdächtigen achten, ihnen Fragen stellen und sie mit gesammelten Fakten konfrontieren und herausfinden, ob sie sich in Lügen verstricken, um sie schließlich zu überführen. Ihr seht, ohne große Pein geht's auch. Umso heftiger ist die Verhörszene in Metal Gear Solid 3. Hier kommt jedoch noch dazu, dass sich Boss in ihrer Tarnung hinter feindlichen Linien beweisen muss. Nachdem Naked Snake also gefangen genommen wurde, beginnt das Verhör als Martyrium inklusive Folter und schlimmster körperlicher Misshandlung, die sogar darin mündet, dass Snake ein Auge verliert und wir als Spieler mit offenem Mund vor der Konsole hingen. Apropos offener Mund, Call of Duty Black Ops zeigt ebenfalls ein sehr makaberes Verhör, das so sicherlich nicht in den Richtlinien des US-Militärs zu finden ist. Obwohl, sicherlich stehen die Vorgehensweisen irgendwo im Anfängerhandbuch für Personal in Guantanamo Bay. Um hier an die geforderten Antworten zu kommen, prügelt man nicht nur auf sein Gegenüber ein, nein, man steckt ihm vorher noch ein paar Glassplitter in den Mund und schlägt ihm dann ins Gesicht. Für diese Szene wurden die Black Ops-Macher ordentlich kritisiert, bestanden aber darauf, dass das in das düstere und harte Setting passt, das die Serie damit bekommen sollte. Wo wir gerade bei düster und hart sind, der Spionage-Saubermann Sam Fisher hat in Splinter Cell Conviction sein netter, unauffälliger Spion von nebenan-Image abgelegt und wütet wie ein Berserker auf seiner Vendetta-Tour durch die Gegner. Und naja, da hat man nun mal nicht wirklich viel Zeit, um an wertvolle Informationen zu kommen. Was er aber hat, sind ganz spezielle Fähigkeiten. Ein Klo, das noch beschissener aussieht als in den meisten Berliner Clubs nach 4 Uhr morgens und eine Menge Wut im Bauch. Kurzum, sein potenzieller Antwortgeber wird mit dem Kopf gegen jede harte Oberfläche gedabbert, die Sam finden kann. Das gute alte, guck mal, dein Kopf ist eigentlich eine Abrissbirne-Spiel. Dass der Typ am Ende überhaupt noch was antworten konnte, grenzt an ein Wunder. Kaum eine Verhörszene wurde so stark kritisiert wie die aus GTA 5. Hier wurde der zu Befragende durch Elektroschocks gefoltert, geschlagen, ihm wurden die Zähne mit einer Zange rausgebrochen und dann griff man im Spiel auch noch auf das berüchtigte Waterboarding zurück. Der Impact war riesig und auch die öffentliche Diskussion über Folter als Mittel der Informationsbeschaffung wurde so laut, dass sie die Politik erreichte und man diese Vorgehensweisen in den USA wieder hinterfragte und kritisierte. Hut ab, Rockstar Games, so wird man durch brutale Provokationen relevant und zeigt, dass man ein Level der offenen Gesellschaftskritik auf jeden Fall erreicht hat. Platz 1 ist nicht krasser oder brutaler, aber die Verhörszene aus The Last of Us ist was Persönliches. Sie ist unendlich grandios inszeniert und ein einziger Gänsehautmoment. Der schweigsame und melancholische Joel bricht völlig aus sich heraus und wird zum wütenden Derwisch, der schon fast psychopathische Züge annimmt, um herauszufinden, wo Ellie ist. Die ihm, das muss man verstehen, mittlerweile so viel bedeutet wie eine eigene Tochter. Egal wie ruhig ein Mann zu sein scheint, stell dich niemals zwischen einen Vater und seine Tochter. Diese Szene in diesem Spiel zeigt das auf beklemmende, aber beeindruckendste Art und Weise und zieht den Spieler noch mehr in die atmosphärische Spielwelt dieses fantastischen Games. So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur offiziellen Nachbesprechung des vorangegangenen Videos. Wir möchten uns zunächst für das besagte vorangegangene Videomaterial entschuldigen. Des Weiteren möchten wir Studien aufweisen, in denen bewiesen wurde, dass das Herausgeben der Daumen zu einem positiven Effekt im gesamten Leben führt. Steht hier auf diesem Papier. Außerdem wurde ebenfalls bewiesen, dass mehr Videos zu schauen auch gut ist.
Das ist so, weil hier auf diesem Schild steht, dass ich Raketenwissenschaftler bin. Warum ich hier sitze, weiß eh keiner. Es macht auch keinen Sinn. So, es ist halt, Olli, was ist das für ein Quatsch? Was soll der Scheiß? Weiß ich auch nicht. Warum sitze ich hier? Keine Ahnung. Gut. Kann man auch ausmachen jetzt. Interessiert eh keinen. Scheiße, hier ist doch halt Bullshit. So ein Quatsch. Können wir hier was Cooles auf den Greenscreen machen? Katzen oder so? Dankeschön.